Und damit herzlich willkommen, meine Freunde, zu Jurassic Park World hier auf der PlayStation 4 Pro. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr möchtet, dass ich hier vielleicht weitermache, dann zeigt mir das doch bitte mit einem Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. So, weiter geht's hier mit der Helligkeit. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ihr könnt mir das auch unten in die Kommentare schreiben, ob das so okay ist. Jo, und dann geht's weiter hier. Bin echt gespannt auf das Spiel. Es sind ja schon einige YouTuber, die das Ganze hier gespielt haben. Und hab mir aber das Ganze jetzt nicht angeschaut, um selbst hier den ersten Einblick hier zu bekommen. Und das mit euch zusammen, meine Freunde. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte einen Daumen hoch da lassen. Ansonsten freue ich mich, wie ihr auf dieses Spiel. Come on. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Okay. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben. Jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen. Falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanceros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Cool! Was für ein geiler Scheiß hier. Also, ich bin Cabot Fitch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Okay. Bauen Sie ein Hammond-Entwicklungslabor. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte einen Daumen hoch da lassen, meine Freunde. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Okay, auf Gehege drücken. Hammond-Entwicklungslabor. Bauen wir den. Okay, da haben wir schon ein Gehege. Bam! Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, ui, die 5 Tode heißen. Warten Sie auf die Fertigstellung des Baus. Ja, wunderbar. Weg nicht verbunden. Logischerweise muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Zack! Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Okay, gut. Das heißt, wir können bis jetzt nur den Struthiomimus hier ausbrüten, weil wir wahrscheinlich über 50% an Genom hier eingesammelt haben. Da müssen wir noch ein bisschen hier, glaube ich, wahrscheinlich auf Expedition gehen oder so. Oder in der Forschungsabteilung. Irgendwie mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Ja, dann brüten wir das kleine Tier mal aus. Vielleicht einen zweiten. Ausgestorben ist zum sogar Leben hinterher. Komm schon. Mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schief gehen? Genau, was soll da schief gehen? Kommen Sie, Doktor. Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in sie investiert. Ja, Mr. Finch, ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Okay, cool. Ja, jetzt sind die beiden fertig hier. Freilassen bitte. Yeah, unser erster Dino hier. Es beginnt. Der kostbarste Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos.
Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Nice. Vielleicht können wir auch den zweiten noch freilassen. Der Hammond Stiftung, wir können jetzt nicht draufdrücken. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Dr. Kajal Duer, Isaac Clemmer oder George Lambert. Wissenschaftsabteilung, Unterhaltungsabteilung oder Sicherheitsabteilung. Ich glaube, wir fangen mit der Wissenschaftsabteilung an. Dr. Duer, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibbot. Ich bin Dr. Duer. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Okay, tun wir das. Akzeptieren, Geldbelohnung. Bauen Sie ein Expeditionszentrum, versorgen Sie es mit Strom und binden Sie es an das Wegnetz Ihres Parks an. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams auf der ganzen Welt nach neuen Dinosaurierfossilen suchen zu lassen. Der erste Schritt, um Dinosaurier-DNA zu erlangen. Okay, akzeptieren bitte. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Okay. Betriebsgelände. Expeditionszentrum, genau. Zack! Eins noch. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Klar. Das heißt, wir können auch irgendwie noch auf Forschung drücken oder so, oder was wollte der? Die Leute denken, ja, ist abgeschlossen. 250.000 haben wir erhalten. Das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich, wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Okay. Die Viereck-Taste können wir drücken jetzt. So haben wir hier Inselbewertung. Insel Amuerte wird mit 3 Sternen freigeschaltet. Okay, cool. Finanzen, Ausgaben minus 10.000. Eingehende Übertragung. Wissenschaft. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und für mich. Belohnungen. 1 Million, Freunde. Stärke des Herzens 2.0. Was heißt das denn jetzt? Beschaffen Sie ein Triceratops-Genom. Dieser Dinosaurier lebte in Nordamerika in der Nähe der Grabungsstätte bei der Lance-Formation. Die Mission schlägt fehl, wenn ein Dinosaurier stirbt, der für die Mission benötigt wird. Ja, Triceratops, das ist doch, ja, der Größte da sieht man ja das Bild genau. Okay. So, Mission starten, klar. So, weiter geht Expeditionskarte. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Expeditionszentrum. Das Expeditionszentrum kann Grabungsteams in die ganze Welt schicken, um nach neuen Dinosaurierfossilen zu suchen. Eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Nee, klar nicht.
So, wählen Sie eine Grabungsstätte aus, um ein verfügbares Grabungsteam hinzuschicken. Ein Expeditionszentrum ermöglicht es Ihnen, Grabungsteams weltweit nach neuen Dino-Fossilien suchen zu lassen. Aus diesen Fossilien kann DNA extrahiert werden, die unsere Wissenschaftler dann in lebende Dinos verwandeln. Und um die geht es hier schließlich. Genau. Also man muss schon sagen, ja, die begleiten einen bei der ganzen Sache. Das macht Spaß, klar. Das Expeditionszentrum zeigt ein Symbol an, wenn ein Grabungsteam losgeschickt werden kann. Okay. So, wie gesagt, dann schließen wir diese Mission ganz schnell ab. Wir bekommen 1 Million, Freunde. Expedition starten, klar. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Genau. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Was haben wir da noch? Dinosaurier, neu. Da haben wir unseren Dino, wahrscheinlich ein ganzes Lexikon hier. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach, oder? Genau. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Hier kann man sich alles anschauen von den Dinos, wie die gelebt haben und so. Also, was die Forscher eben glauben. Gene neu. Härte der Zähne und Klauen. Hirschkäfer-DNA Lucanus Servus erzeugt besonderes starkes Kreatin für unglaublich harte Zähne und Klauen. Zähigkeit der Schuppen und Haut. Krokodil-DNA Crocodilus agutus erzeugt robuste Knochenablagerungen, Hautknochenplatten für eine widerständige fähigere Haut, verdammt. Stärke des Herz- und Lungenmuskels. Vampirfledermaus DNA Diamus Jungi kann zur Entwicklung einer starken Muskelgewebs an Herz und Lunge eingesetzt werden. Verdammt, was geht? Waren-DNA Varanus Commodonensis beschleunigt und verbessert die Verdauung jeglicher. Ich lasse das jetzt mal sein mit den ganzen Erklären da. Ansonsten wird das ein bisschen lange hier. Komm schon. Charaktere freigeschaltet. Verdammt! Krankheiten. Erkältung. Die Erkältung ist eine weit verbreitete Viruserkrankung dieses Atmungs. Das ist der Insel belastet und sollte ernst genommen werden. Ja, da müssen wir aufpassen. Klar, Erkältung. Ansonsten Charaktere, ja, das können wir uns alle später nochmal anschauen. Ansonsten Fossilien, da haben wir schon Sachen, oder was? Nice! DNA extrahieren, bitte. Da auch. Das haben wir da. Edmontosaurus Fossil. Das war der Ceratosaurus, der Fleischfresser. Ja, das wäre auch ein Freund. Und hier haben wir noch ein bisschen vom Triceratops. Strutiomimus. Ja, das. Den Sie kennen wir ja schon. Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Nice! Ja, vielleicht bekommen wir jetzt schon die 50% hier zusammen für den Triceratops. Und damit könnten wir den auch schon ausbrüten, sozusagen. Ich warte aber jetzt noch ein bisschen. Ansonsten könnten wir auch jetzt hier zum Beispiel gehen. Freilassen, genau. Nächster Dino, Freunde! In Part 1 hier! Interessant. Noch ein Dinosaurier, der eine direkte Verbindung zu unseren modernen Vögeln nahelegt. Ja, das sieht man ein bisschen. So, was kann man denn hier noch tun? Komm, noch 2 Stück davon. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, ob die nicht irgendwie was essen müssen. Deswegen, was gibt's da noch bei Gehege? Zäune haben wir, Tor. Bodenfutterstation für Pflanzenfresser. Boden. Ja, das brauchen wir. Zack. Genau. Ein Tor haben wir schon. Ansonsten Rangerstation. Keine Ahnung, ob wir schon eine Rangerstation haben, Freunde. Forschungszentrum. Kleines Kraftwerk. Ich glaube, wir haben noch keine Rangerstation. Expeditionszentrum. Nö. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob der Triceratops auch am Boden ist. Wahrscheinlich schon, der ist ja nicht... Oh, ein Dinosaurier kann freigelassen werden. Ja, das hatten wir doch.
Genau, genau. Wir hatten doch zwei da ausgebrütet. Gewinn pro Minute 5700. Ja, da müssen wir definitiv uns noch ein bisschen verbessern. Aber ich glaube, so langsam kommen wir hier in Fahrt. Und der nächste. So soll es sein hier. Jetzt sind die schon zu viert, ja? Dinosaurier-Schatz ist die. Sozial. Bestand. Oh, da können wir noch einige ausbilden, ja. Komm. Jetzt haben wir doch noch von Geld 2,2 Millionen, Freunde. Was kostet das denn? Was haben wir von den Triceratops? Da fehlen noch 2%, Freunde. 2% nur. Ausbrüten 30.000. Ja, sei es drum. Komm, hier können wir noch einen ausbrüten. Fossilien, gibt's denn da noch was? Ich glaube, das wird reichen, Freunde. Um da die 50% zu erlangen. Forschung. Oh, lololololol. Gehege. Elektrisch. Leichter Stahl elektrisch. Ah, Forschung, bitte. 4 Minuten verbleiben. Neue Leben. Lebensfähiges Genom. Trizet. Ja, wie auch immer. Verdammt. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Yes. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Yes, wir können den Triceratops jetzt hier ausbrüten. 230.000. Heavy Stuff. Ja, sei es drum. Den müssen wir definitiv aus. Ich glaube, ich nehme sofort noch einen Partner, ja? Was können wir denn da? Genom modifizieren. Damn. Boah, was geht? Härte der Zähne. Es bleibt alles bei der... beim Alten da. Ich lasse es jetzt mal dabei. Aber brüte noch einen aufs. Komm mal. Keine halben Sachen hier. Dann sieht das Ganze schon ein bisschen nett aus hier, wie ich finde. Ansonsten, was können wir hier noch tun? Die Dreiecktaste drücken. Und damit haben wir noch die große Ansicht von unserem Areal. Das bis jetzt verfügbar ist oder verfügbar sein wird. Da müssen wir wahrscheinlich auf eine andere Insel, um einen größeren Park hier zu erstellen. Ansonsten sieht das doch sehr nett aus hier für den ersten Part. Und ich glaube, ich lasse das hierbei und bedanke mich herzlich bei euch. Wenn euch das Ganze gefällt, natürlich einen Daumen hoch da lassen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß noch beim Zocken. Bis denne. Peace.